Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein wunderschönes Unboxing für dich, hoffe ich, weil die Box ist schon mal wunderschön. Und zwar ist die My Little Box aus dem Monat April bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine monatlich erscheinende Beauty Box aus Frankreich. Sie enthält eine wunderschöne Geschichte, zwei Trend-Accessoires und drei Beauty-Produkte. Sie kostet 18,90 € pro Box und pro Monat. Und mit meinem Code LittleClaudi kannst du 5 € auf deine erste Box sparen und bezahlst somit nur 13,90 € für deine erste Box. Ich freue mich auf dieses Unboxing, weil zum einen ist diese Box sehr schwer, was ich dann immer ziemlich cool finde, weil dann denke ich mir immer, dass ziemlich viel drin ist. Und weil einfach dieses Design von der Box wunderschön ist. Ne? Schaut euch das an. Das Motto ist Blüh auf, also der Herbst vor allem. Der Frühling blüht auf und wir blühen auf und alles ist irgendwie schön. Miel, also Honig ist am Start, dann die Vögel zwitschern, also das ist natürlich auch alles sehr witzig dargestellt. Ne? Hier ist auch ein Typ, der hat Honig geklaut und fliegen die Bienen da hinterher. Das ist richtig schön, Parfümerie natürlich, du hast diese wunderschönen Düfte, die kommen. Man kann chillen in der Hängematte, man kann die Natur genießen und so langsam strickt die Natur auch entsprechend ihr, oh Mann, ihr Blätterkleid. Ich freue mich da richtig, richtig drauf. Und das ist richtig schön gemacht. Gefällt mir irre gut. Was wollte ich noch sagen? Ich darf eine Box auch wieder an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und ich, ja, finde ich schön. Und hier ist auch so ein Pärchen, das knutscht, Frühlingsgefühle und so. Ach Mensch, das ist schon richtig, richtig, richtig hübsch gemacht, oder? Tolles Design, das muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Ich halte es nochmal in die Kamera. Für die, die einfach das Bild sich anschauen wollen, können ja das Video pausieren lassen oder einen Screenshot machen oder so. Also da ist richtig viel los. Ich finde das sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob da ein spezieller Künstler, Kamako, oder Kanako? Kamako ist das, ne? Ich glaube, der hatte auch schon andere Boxen mit designt. Mega schön. Also mir gefällt es richtig gut. Und dann gucken wir mal hinein. Manchmal haben wir, dass wir halt wie jetzt auch eine klassische Box haben. Dann haben wir manchmal eine Tasche. Manchmal haben wir auch einfach, dass der Umkarton entsprechend bedruckt ist, ne? Das ist immer mal ein bisschen anders. Die My Little Box ist auch einfach ein bisschen anders. Die sind frecher und irgendwie innovativer, finde ich, und ich mag das super gerne und verspielter vor allem. Ich habe jetzt den Deckel einmal abgenommen und dann sehen wir hier auch so ein schönes Schleifchen. Ich habe jetzt so keinen Duft zum Wahrnehmen. Ich mache das Schleifchen einfach mal auf. Tanze im Takt des Frühlings. Er ist aller Dinge Anfang. Und das ist einfach auch so eine schöne Geschichte, was man als Karte verwenden kann. Ne? Da kann man hinten dann eine schöne Botschaft draufschreiben. Und hier sehen wir dann auch schon die Produkte, die sich in der Box verbergen. Und als erstes springt uns etwas von The Body Shop an. Edelweiß. Die habe ich im Adventskalender, glaube ich, drin gehabt, oder? Enriched with Leontopodic Acid and Peptides. Smooth and Protect, richtig cool. Die wird gemacht. Ich liebe Tuchmasken. Jetzt, wenn es, also noch, ihr seht es offensichtlich an meinem Outfit, ne, es ist noch gar nicht so warm hier. Was sagt er denn? 10 Grad draußen. Oh, das geht aber eigentlich, ne? Naja, auf jeden Fall. Wow. Kommt dann ja auch hoffentlich irgendwann mal so richtig die Sonne raus und so, dann packt euch die auf jeden Fall in euren Kühlschrank, dann habt ihr es richtig schön kühl. Und ich glaube, die Edelweiß-Linie hat die Drops of Youth abgelöst oder so? Nee. Oder? Wie heißen die? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich mag das gerne, wenn sowas ein bisschen weichzeichnend ist und so. Ne? Voll mein Ding. Mag ich. Dann mache ich auch einfach direkt weiter hier mit den Beauty-Produkten, denn das ist dann meistens in so einem separaten Säckchen drin. Später kommen wir auch zum Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich habe hier irgendwie ein Haar. Sammy ist ja auch mit am Raum. Ja, Sammy's Haar war das. Back to the Roots steht hier drauf. Und das sind alles grüne Produkte. Richtig cool. Als erstes habe ich was hier drin, was ich glaube ich auch schon habe. Hello Good Stuff, 48 Stunden Intense Hydrogel mit Aloe Water und Hyaluron. Das kannst du auch super als Primer verwenden. Auch sowas. Eine ganz tolle Geschichte nach dem Sonnenbad oder so, ne? Ganz, ganz toll. Ich habe eine feuchtigkeitsarme Haut, deswegen für mich auch sehr gut geeignet. Ist eine Full Size, da freut man sich auch drüber, finde ich. Dann habe ich hier noch eine Seife mit drin von I plus M. Das ist eine Marke aus Berlin, die wir öfters in Boxen finden.
We reduce feste Seife, Soap Bar, mit Lemongrass, wasserlos und plastikfrei. Das ist auch wieder ein Full-Size-Produkt. Riecht auch sehr nach Lemongrass, ist aber ehrlich gesagt, und ich habe immer noch ein Haar im Gesicht, top vorbereitet, die Frau, ne? Hat eben mit ihrem Hund geschmust und ist deswegen vollkommen mit Haaren im Gesicht unterwegs. Egal. Auf jeden Fall, Lemongrass ist leider nicht ganz so mein Duft, auch wenn das eine schöne, frische Geschichte ist und auch so in diese Richtung passt. Das sind alles Grüne, finde ich so schön gemacht, also richtig durchdacht. Das war ein Reim. Beauty-Produkte. Ich habe hier nämlich noch ein viertes Beauty-Produkt und das ist von Momo ein Shampoo. Nein, es ist von Davin ein Shampoo. Momo. Moisturizing Shampoo for Dry and Dehydrated Hair. Das habe ich. Shampoo Hydratant. Achso, das ist wieder hier auf anderen Sprachen. Okay. With Yellow Melon Extract. Ach, richtig cool. 250 Milliliter. Und also das sind 250 Milliliter, das fühlt sich auch sehr schwer an, ist ja witzigerweise dann ja auch eine Full-Size quasi, ne? Aber ich finde, dass es irgendwie viel kleiner aussieht, weil das halt so bauchig ist. Egal, ich rieche mal dran. Weiße Melone, Leute, ich liebe Melone. Das riecht angenehm. Oi. Oh, das riecht richtig angenehm. Das wird verwendet, das finde ich schön. Momo. Hier habe ich etwas, was sich auch sehr schwer anfühlt. Und Leute, wir haben hier auch drei Lifestyle-Produkte drin. Also vier Beauty-Produkte, drei Lifestyle-Produkte. Die hauen jetzt echt nochmal raus. Turn Me Over. Pour Savon Multifacet. Aha. Facettenreiche Seifenschale. Diese vielseitige Seifenschale aus 100% natürlichem Dolomit ist der neue Star am Dekohimmel. Tagsüber performt sie als schicke Seifenschale, nachts verwandelt sie sich in eine betörende Räucherstäbchenschale. Okay. Und umgekehrt. Psst, du kannst sogar deine Ringe und Ketten darin aufbewahren, denn sie passt sich perfekt an verschiedenste Einrichtungsstile an. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, denn für meine Seifenstücke habe ich ja von Wingard diese Magnetseifenhalter, den ich auch richtig gut finde. Das ist echt witzig. Also, dass man halt so ein Produkt hat, was tatsächlich dann für verschiedene Sachen auch in Einsatz genommen werden kann. Und ja, darauf werde ich tatsächlich dann auch meine Schmuckstücke packen. Und das ist richtig cool. Also, ne? Sieht irgendwie fancy aus. Auf dieser Seite hat es auch so Rillen, was dann ja quasi als Seifenschalengeschichten ganz gut ist, als Ablaufrillen und diese Löcher für die Räucherstäbchen. Also da hat jemand sich hingesetzt und sich gedacht, Mensch, welche Sachen kann man alle in Einklang miteinander bringen, und hat dann tatsächlich die drei verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten genommen und es passt. Also wird angewendet und ich mag auch super, super gerne diese Accessoires von My Little Box, ne? Die haben immer wieder echt tolle Ideen. Ich habe auch so einen Ringhalter und sowas, ne? Also und hier so schön für Ketten und für Ohrringe, da kann man theoretisch sogar. Ist Fun Fact, ne? Ich habe ja drei Löcher nur, ne? Weil ich habe hier ja noch mein zweites Loch an dieser Seite und hier habe ich mich bis heute nicht getraut und ich bin 33, bald 34 und dann kann ich theoretisch hier auch sogar drei Ohrringe reinstecken. Witzig, ne? Aber ein cooles Produkt, das wird auch direkt verwendet. So, hier habe ich jetzt etwas, wo ich jetzt nicht ganz so Luftsprünge mache. Werde ich wahrscheinlich zweckentfremden. Brush Me Closer. Das ist von My Little Box selber eine Zahnbürste. Wahrscheinlich eine Bambus-Zahnbürste. Bambus, der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Brush Me Tender. Ja, sieht süß aus, ne? Ist halt eine Einwegzahnbürste. Ich habe halt tatsächlich, zum einen mag ich nicht gerne Holz im Mund haben und zum anderen habe ich eine elektrische Zahnbürste. Sowas ist aber wirklich gut zum Reisen und vielleicht nehme ich die mit nach Malaga. Vielleicht. Ich brauche auf jeden Fall ja noch eine. Aber ich bin eigentlich kein Fan von, oh, komme ich damit klar? Da einfach mal gucken. Wie gesagt, das wäre ja auch total überhaupt nicht nachhaltig, wenn ich jetzt hier diese Zahnbürsten hätte. Die nehme ich meistens ehrlich gesagt zum Putzen. Oder eine Freundin von mir, die halt, die steht auf sowas, ne? Die sagt immer, oh Mensch, ja, gerne, nehme ich. Sandra, ne, weißt du Bescheid. 95% Bambus und 5% Nylon. Ja, die 5% Nylon sind dann definitiv die, der Putzkörper, ne. Ja, Mensch, ich weiß es selber nicht. 2x Zähne putzen a day, keep the doctor away. Diese naturinspirierte Zahnbürste aus natürlichem Bambus bringt uns auf einen tugendhaften Pfad, der unseren täglichen Plastikverbrauch reduziert.
Mit ihrem FSC-Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ist deine neue Zahnbürste eine solide Sache und zeigt uns, herkömmliche Zahnbürsten aus Plastik sind so yesterday. Ja, es ist gut, nachhaltig und so weiter, ne? Ich bin, wie ich bin. Dann habe ich hier so ein Notizbuch, glaube ich, ne? What's Cooking? Aha, so eine Einkaufsliste. Sowas finde ich auch immer praktisch. Auch das ist von der My Little Eigenmarke. Ach, das finde ich schön. Notizblock, auf dem deine Ideen keimen. Wenn es in dir brodelt, schreib deine Ideen auf. In diesem Notizblock schälen wir sie, würfeln, kochen, schneiden sie in Scheiben. Okay, und braten sie. Alor, erzähl ihm alles, was du diese Woche auf der Platte hast. Was zur Hölle? What's cooking? Was gibt's Neues? Ja, ne? Aber wir werden das definitiv als Einkaufsliste nehmen, denn ich glaube, in irgendeinem das hat sich gelöst. In irgendeinem Adventskalender oder so hatten wir auch so eine Einkaufsliste schon mal drin und die haben wir immer in Anwendung. Oder eine To-Do-Liste ist es gewesen. Nee, die To-Do-Liste habe ich bei mir auf dem Schreibtisch. Egal. Finde ich auf jeden Fall großartig. Also, ey Leute, jetzt mal ohne Flachs. Ne? Das ist wirklich eine gute Box hier. Also sinnvolle Produkte, da habe ich richtig Spaß mit. Und ich finde, dass hier in dieser Box tatsächlich mal wieder seit langem richtig, richtig, jetzt geht das hier nicht wieder rein, egal, enorm krass geile Produkte drin sind. Ich meine, wir haben, die letzten Boxen waren auch schön. Ich mochte auch gerne den Inhalt, keine Frage. Ich bin auch ein absoluter Fan von der My Little Box und freue mich jeden Monat, sie auszupacken. Aber ich finde, diese Box hat jetzt mal wieder echt den Vogel abgeschossen, oder? Schreibt aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich feiere die. Wird auch irgendwie jetzt nicht unbedingt die feste Seife, muss ich sagen. Wobei, das ist eine Seife und kein Körperduschgedönsen, ne? Muss ich mal schauen, ob die nicht vielleicht doch bleibt? Weil dann wird wirklich alles bei mir bleiben. Das wäre krass. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass alles aus einer Box bei mir bleiben darf, ne? Krass. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und der My Little Box aus dem Monat April. Schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Eine Box gibt es zu gewinnen. Alles dazu in der Infobox. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, so eine To-Do-Liste erstmal jetzt, Entschuldigung, dann lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!